Ja, moin ihr Lieben. Ja, es ist ja gute Tradition, dass ich auf meinem Kanal hier Bücher vorstelle. Und ja, wir befinden uns ja im Herbst und von daher kommen jetzt gerade wieder eine Menge Bücher zu mir. Bücher, Quelle der Inspiration, oft vernachlässigt im Zeitalter von Social Media. Ich kann immer nur dafür werben. Es gibt ja auch eine eigene Rubrik hier auf dem Kanal Lesestoff, Buchvorstellung und so will ich euch heute auch zwei neue Bücher vorstellen, die zu mir gekommen sind, die ich gelesen habe und die ich für sehr lesenswert halte. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ist ja gute Tradition, mal wieder ein Video über Bücher, über Lesestoff. Und so sind ein Buch ist zu mir gekommen, mit dem fangen wir auch an. Das war eine Empfehlung von einem von euch. Und ich habe mir dieses Buch jetzt mehrfach angeguckt. Sehr, sehr interessant. Und das Buch heißt Hold Still. Und ihr findet alle Links zu den Büchern unten in der Kanal- oder in den Videobeschreibungen. Da sind sowieso alle Bücher aufgelistet, die ich hier vorgestellt habe. Wie gesagt, Videos dazu zu den Büchern findet ihr im Kanal in der eigenen Rubrik Buchvorstellung. Ja, Hold Still, ein Porträt unserer Nation 2020. Ein Porträt einer Nation im Lockdown 2020 in England. Und es ist ein Buch, was, finde ich, sehr emotional ist, was sehr gut zeigt, man findet sich dort wieder, also wie es uns allen gegangen ist in diesen Zeiten des Lockdown und mit kurzen Geschichten, mit wunderbaren Bildern, die im Grunde keiner Beschreibung bedürfen, erzählen eigene Geschichten und kurze Texte dazu. Sehr, sehr schöne Fotos und wenn man sich so ein bisschen, es ist auf Englisch, aber wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und wer der Sprache mächtig ist, finde ich ein ganz tolles Werk, ein Buch. Stand auch mal in einer Bezeichnung, was man seinen Enkeln zeigen kann aus dieser Zeit. Und ich finde, ja, spiegelt schön wider, was wir alle so die letzten anderthalb Jahre erlebt haben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, da durchzuschmökern. Ich habe es jetzt mehrfach mal in die Hand genommen. Tolle Bilder, tolle Geschichten. Es wird beschrieben, worum es da geht. Und nicht viel Text, aber sehr, sehr schöne Bilder. Also als Werk aus den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr lesenswert. Und es war ein Tipp. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für den Tipp. Und Buch, was sehr gerne in meine kleine Büchersammlung reingeht. Link dazu findet ihr gerne unten in der Beschreibung. Ja, das zweite Buch, worum es heute gehen soll, passt natürlich wie der berühmte A auf den Eimer. Masterclass Straßenfotografie. Und wie der Name schon sagt, ja, es geht um Streetfotografie, es geht um Straßenfotografie. Das Buch ist auf Deutsch von Brian Lloyd Duckett und ist ein sehr, sehr schön handliches Buch. Kann man wunderbar auf der Couch lesen, kann man wunderbar drin rumschnökern. Es geht hier, ich habe ja viele Bücher über Streetfotografie, auch viele Empfehlungen, aber bei dem Buch, das ist so ein bisschen so ein Leitfaden. Es gibt eine ganz kurze Einführung über die Geschichte, wo kommt das her? Es werden renommierte Fotografen genannt. Es werden auch, wie hieß es so schön, 10 Streetfotografen, die man kennen sollte, mit Beispielbildern. Und dann baut sich dieses Buch auf. Und ja, es geht auch zum Beispiel auch um Empfehlungen des Autors in Sachen Ausrüstung, in Tasche, was sollte man mitnehmen, wie sollte man sich kleiden, auch so ein bisschen Sicherheitshinweise. Und dann baut sich das auf über verschiedene Kapitel, über verschiedene Arten der Streetfotografie, bis auch hinten zum Beispiel zum Thema Bildbearbeitung. Sollte man JPEG oder RAW fotografieren? Was ich sehr, sehr schön finde, hier sind auch Übungen drin. Also Themen, wo man mal losziehen kann und sagen kann, ein Thema, ich erinnere mich, hieß irgendwie allein.
dass man Bilder macht von Menschen in Städten zum Beispiel, die irgendwo allein sitzen. Sehr, sehr gute Inspiration, und wer sich dem Thema mal nähern möchte, es wird auch das Thema behandelt, Schwarz-Weiß oder Farbe, es wird das Thema behandelt, Perspektiven, Linienführung, ein bisschen was auch so in Sachen Drittelregelung und, und. Das Buch ist nicht sehr dick und ich finde ein wirklich cooles Buch für ganz kleines Geld. Link findet ihr auch wieder unten, wo man schauen kann, zum Beispiel, ja, erstmal, was kann ich denn heute mal machen? Oder was für Aufgaben kann ich mir stellen? Vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Es wird auch Analogfotografie behandelt, Digitalfotografie, die Vorteile analog und digital. Es werden die Großmeister zitiert mit schönen Zitaten und ein Buch, was total Spaß macht. Also das wird so ein kleines Standardwerk von mir sein. Also absolut empfehlenswert. Masterclass, Straßenfotografie. Ihr seht, das ist auch echt nicht dick. Ein Buch, was man gut an einem Wochenende oder in 2 Tagen mal durchlesen kann. Und dann empfehle ich es immer mal wieder so als Nachschlagewerk zu nehmen. Also sehr, sehr schönes Ding. Das würde ich euch oder der sich damit beschäftigen möchte. Geht auch ein bisschen um Rechtliches, welche Menschen man fotografiert, was man lieber lassen sollte. Sehr umfangreich, sehr, sehr schöne Bilder drin. Macht unheimlich Spaß, sich dieses Buch anzuschauen. Also das mal kurz und knackig heute 2 Bücher, die ich empfehlen möchte. Und ja, wenn ihr weitere Tipps habt, wenn ihr Tipps habt, Bildbände oder halt so, freue ich mich sehr, wenn ihr unten was reinschreibt. Ich weiß, ich habe ja schon einiges, also wer da mal gucken möchte, wie gesagt, schaut mal in diese Rubrik rein. Ich habe ja auch noch dieses Riesenbuch hier von Leica, 100 Jahre Leica Augen auf, auch ein Wahnsinnsbuch, habe ich geschenkt bekommen. Wunderbares Geschenk, kann ich gerne mal was drüber sagen. Das Problem bei dem Buch ist nur, ich weiß nicht, wie ich es lesen soll, weil es ist so groß, so schwer, das ist ein bisschen schade. Aber da mache ich gerne auch noch mal ein Video drüber. Ansonsten freue ich mich natürlich über Tipps. Wenn ihr der Meinung seid, ein Buch, was für mich vielleicht interessant wäre, freue ich mich sehr über eure Rückmeldung. Was lest ihr so? Lest ihr überhaupt Bücher? Ich bin ja der Meinung, dass das eigentlich eine ganz wertvolle Inspirationsquelle ist, weil man auch wieder Bilder in gedruckter Form, in guter Qualität sieht, weil man das mehrfach vornehmen kann, sich ein bisschen vielleicht auch, es geht auch in dem Buch, einem Buch hier über Projekte, Anreize finden kann, seine Fotografie zu verbessern und neue, ja, wie soll ich sagen, neuen Mut zu finden, auch mal Dinge auszuprobieren, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Und ja, wie gesagt, über Vorschläge bin ich sehr dankbar. Wenn ihr da Ideen habt, freue ich mich sehr. Und ich wollte euch diese beiden Bücher mal ein bisschen näher bringen. Schaut ruhig unten mal rein. Da sind alle Bücher mit direkten Links, über die ich Videos gemacht habe. Bevor ihr es kauft, könnt ihr ja mal so ein Video reinschauen. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund. Wir sehen uns in den nächsten Tagen mit spannenden neuen Geschichten. Das verspreche ich euch. Also bleibt munter und habt eine schöne Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit.